Kopfschmerzen sind sehr weit verbreitet in unserer Bevölkerung. Wir können mehrere Gruppen von Kopfschmerzen unterscheiden. Die erste Gruppe nennt sich sogenannte primäre Kopfschmerzen. Das sind Kopfschmerzen, wofür wir die Ursachen nicht genau kennen. Dazu gehört die Migräne, der Spannungstyp Kopfschmerz und der Cluster Kopfschmerz. Bei den sekundären Kopfschmerzen ist die Ursache bekannt und der Kopfschmerz ist das Symptom. So zum Beispiel Kopfweh bei Fieber, Kopfweh nach Unfällen oder auch chronisches Kopfweh, das bei Medikamentenübergebrauch entstehen kann. Selten ist auch Kopfweh das einzige Symptom, zum Beispiel bei einem Hirntumor oder einem Hirnschlag. Erstmaliges Kopfweh, Kopfweh bei über 50-Jährigen, wenn es extrem stark ist oder plötzlich oder insbesondere wenn neurologische Ausfälle dabei sind, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Die Migräne ist vor allem dadurch charakterisiert, dass es sich um ein Attackenleiden handelt. Die Kopfschmerzen sind sehr stark, sind oft einseitig, was aber nicht immer der Fall sein muss. Es kommt zu einer Invalidisierung, oft sind die Betroffenen im Bett. Und ganz wichtig, es kommt zu Begleiterscheinungen, die Lichtüberempfindlichkeit, zur Lärmüberempfindlichkeit und nicht zuletzt zu Geruchsüberempfindlichkeit. Etwa 25% der Migräniker erleiden eine Aura, das sind visuelle Störungen, meistens in Form von Lichtblitzen, von Verschwommensehen oder von Zacken. Früher ging man davon aus, dass die Migräne ein reines Gefäßleiden ist, das heißt, die Arterien ziehen sich zu Beginn der Migräneattacke zusammen, was zu einer Durchblutungsstörung des Gehirns führen könnte. Das ist dann diese bekannte Aura, die Sehstörung, und dann gehen die Arterien als Gegenreaktion auf, was dann die Schmerzen verursacht. Diese Theorie ist heute verlassen. Wichtig zu wissen ist, dass es zu einem Zusammenspiel von drei verschiedenen Netzwerken von Nerven kommt an diesen Blutgefäßen, zum Beispiel Schmerznerven und andere. Und dieses Zusammenspiel macht heute die Migräne aus, das ist in den Hirnhäuten eingebettet. Auf der anderen Seite ist wichtig zu wissen, dass die Migräne eben in der Mitte des Gehirns stattfindet, also ein neuronales Leiden ist. Hier sieht man den Hirnstamm, hier sind sehr viele Regelkreise eingebettet, wie zum Beispiel Magen-Darm-Tätigkeit, was dann zu Übelkeit und Erbrechen führt, oder eben auch Aktivitätszentrum, was dann zu Müdigkeit führt in der Migräneattacke, und überhaupt die Gesamtsteuerung der Migräne scheint in diesem Gebiet zu liegen. Daneben steht der Spannungstyp Kopfschmerz. Hier handelt es sich um etwas einfach ausgedrückt Kopfschmerzen pur, die nicht besonders stark sind und meistens auch kein Problem darstellen, außer wenn sie täglich vorkommen. Und dann noch eine Besonderheit, der Cluster-Kopfschmerz, extremste Kopfschmerzen, immer auf der gleichen Seite, auch Suizidkopfschmerz genannt, weil die Attacken unaushaltbar sind.